I'm gonna ride, I'm riding free. So come along, let's go along, come on, let's journey with me. So, Enfield, erzähl uns mal was. Hallo Ilva, du hast soeben den Transport ins Tal des verborgenen Dinosauriers verpasst. Igor und Frank sind mit einem großen Lastauto, voll bepackt mit allem, was es für ein zukünftiges Drei-Sterne-Restaurant braucht, losgefahren. Du kannst Igor beim Lager treffen und zusehen, dass er alles vorbereitet. Mhm. Na, dann machen wir das doch mal. I don't like this. I don't like Igor. Will meinen armen Nightwish fressen? Meine arme Nightwish, sorry. Sorry, Eva. Ich habe das irgendwie nicht so ganz drauf, meine Pferde mit dem Geschlecht, dass ich ihm eigentlich zugeordnet habe, auch zu bedingseln. Naja. Vielleicht lerne ich das noch. Jo. Auf nach da oben. Ich habe schon wieder das falsche Pferd fürs Dinotal mit. Ja, ist jetzt so. Noch ist natürlich nicht ausgelevelt und sobald wir das gemacht haben und weiter noch im Dinotal questen, würde ich sagen, sind wir dann immer auf Honey Pearl unterwegs. Und eigentlich freue ich mich überhaupt nicht darauf, wenn ich keine Pferde mehr zum Leveln habe, weil ich würde gerne weiter die ganzen täglichen Rennen machen, um das Geld zu verdienen, denn ich brauche noch eine Menge Geld für eine Menge Outfits, die ich mir zulegen will. Da muss ich mal sehen. Also ich hole mir jetzt demnächst noch mit Link das Assertiv-Pony. Und ich habe schon zu Swungy gesagt, dass ich hoffe, dass ihr ihr goldenes Jorvik'sches Urpferd möglichst bald dran ist. Damit ich den auch einfach leveln kann. Damit ich jetzt nicht einfach weiter hier Rennen reite oder so. Ohne dass ich ein Pferd dabei level, während ich noch eins im Stall habe, was gelevelt werden müsste. Das wäre ja ein wenig verschwenderisch. Ja, ich hoffe einfach, wie gesagt, dass ihr es dann bald dran ist. Ich weiß nicht, ob sie es vorziehen würde. Sonst muss ich gucken. Wir haben, wie gesagt, noch das Assertiv-Pony dann demnächst. Ja. Kabum. Müssen wir mal sehen. Ich hatte... Also ich habe ja demnächst einen festen, richtigen Job. Und ich wollte sowieso mal sehen, dass ich mir vielleicht irgendwann nochmal Starcoins zulege. Einfach, weil ich aktuell wirklich komplett pleite bin. Also ich habe ja nur noch die 400 da, von denen ich mir jetzt gerade so das Assertiv-Pony holen kann. Und dann habe ich auch schon quasi nichts mehr. Ja, aber das überlege ich mir noch, also das ist noch nicht fest. Genau. Ich werde wahrscheinlich heute ein oder allerhöchstens zwei Folgen aufnehmen. Wie gesagt, morgen ist halt meine mündliche Abi-Prüfung, dafür wollte ich eigentlich noch ein bisschen lernen. Ich habe jetzt gerade eine Denkpause hier für mich mir gegönnt quasi, um ein bisschen zu spielen und aufzunehmen. Igor, hier ist kein Igor gewesen. Aber ich habe von einem vor einer Weile einen ganz abscheulichen Krach unten am See gehört. Ach, du meinst, dass ein Transporter mit Kochkellner und sämtlichen Mobiliar hierher kommen sollte? Ja, der Lärm, den ich vorhin gehört habe, könnte vernünftigerweise von einem Lastauto stammen, welches ins Wasser gefahren ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Warum ich nicht nachgesehen habe, wo der Krach herstammt? Ilva, ich war noch nie sonderlich an Fahrzeugen interessiert. Leider. Aber ich verstehe doch, dass die Situation mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ernst ist. Beeil dich und sieh nach, ob du nicht den Transporter beim See finden kannst, Ilva. Okay. Ach, guck mal, und da steht der andere mit seinem Laden, der da jetzt hier das da aufhat. Ah. Stimmt, da hatten wir uns auch gar nicht mehr wieder drum gekümmert. Machen wir dann gleich, wenn wir hier mit Igor fertig sind. Sollten wir mit Igor fertig werden. Beziehungsweise sollte Igor uns nochmal irgendwie zum Wolfhell in schicken oder so, dann kommen wir darüber. Ich fürchte nicht. Doch! Haha! Okay, Pferd, was zum Teufel? Okay, da reite ich nicht nochmal lang. Wenn man einfach nichts drückt und das Pferd trotzdem weiter rumglitscht, weiter und weiter. Ach, wie war das? Jetzt muss ich da ganz. Es sollte hier irgendwo eine kleine Verbindung geben. Ehrlich, Star Stable. Man kommt hier nämlich nirgendwo rüber. Diese Stellen sind alle zu breit.
Man muss durch den Wald laufen. Robert, fall da nicht rein. Ach, da müssen wir eh rüber. Das ist nämlich ein kleines Tierchen. Okay. Dann komm mal her, du Eiswiesel. Wo ist meine Maus? Da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ach, dieser Weg ist doch echt voll für einen Eimer. Ja, wo hängen die denn? Will ich wissen, wo die lang gefahren sind? Wahrscheinlich nicht. Jesus Christ, so stable. Warum? Rückwärtsgang, 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 Rückwärtsgang. Okay, jetzt ist los. Hopp da. Geht doch. Boah, immer wenn ihr hin und her glitscht. Wann ist es hier so rutschig? Das war doch früher nicht. Komm, nee, da kommt nicht. Ah, okay, man kann da rum. Igor, erfrierst du dein Wasser nicht? Holy crap. Ist das nicht. Ach, das ist Frank. 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 Frank zeigt auf das offene Wasser in seiner Nähe. Du siehst, dass Igor im eiskalten Wasser um sein Leben kämpft. Der kann auch gerne weiterkämpfen. Der kann von mir aus gerne da erfrieren. Ist mir relativ rettend. Willst Pferde essen, du Monster? Brr, hehe, danke, hehe. Hehehe. Hust, hust, hust. Hehe, fühlt sich gleich Hust besser an. Das Lastauto ist am Grund des Sees, Ilva. Ich bin falsch abgebogen. Hehe. Alles ist weg, hehe. Kannst du mir nicht helfen, Ilva? Hehe. Wenn ich aufhöre, Pferde zu essen? Hehe, ich habe tatsächlich noch nie ein Pferd gegessen, hehe. Ich verspreche es. Okay, okay, ich schwöre. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter, hehe, dass ich nie versuchen werde, Nightwish zu essen oder irgendein anderes Pferd. Hehe, wären Seepferdchen okay, Ilva? Okay, okay, auch keine Seepferdchen. Können wir jetzt nicht zum Lager reiten, hehe? Nein, 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 das will ich nicht. Nein, nein, runter da. Nein, das will ich. Nein. Ich will den da nicht drauf haben. Vor allem das Lager ist so nah und man muss hier einfach ganz hinten rum eiern. Oh. Ich will nicht, dass er da drauf ist. Ich mag den nicht. Ich muss nur gucken, wie ich da rüberkomme. Möglichst ohne zu ertrinken. Da hinten ist jemand. Hi. Lusitano hier hin. Boah. Na gut, Friese ist auch nicht viel besser. Und wahrscheinlich kartografiert die das alles. Was haben wir denn hier? Eine Perle. Will ich behalten, die ist hübsch. So, wie kann man jetzt hier nochmal hoch? Dieser Weg hier ist echt der beknackteste, den man jetzt das manchmal reiten muss. Aber ich komme ganz gut lang mittlerweile. Yay! Ehrlich, beim Kartografieren bin ich ja hier schon durch Gegenden geritten. Das ist unnormal. Habe aber auch ganz schöne Orte dabei gefunden und ein paar Sterne. Die habe ich aber eingesammelt, weil ich mir gedacht habe, wie lange es wohl dauern wird, bis ich da mal wieder hinkomme. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich da lang komme, also reite ich lieber hier rum.
The Dinosaur. Everybody walk the dinosaur. This huge creature. Einfach nichts sieht. Das ist voll krass. Yeah, wir haben es geschafft. Da haben sie aber auch nur 5 Minuten rum vertan. Ich liebe ja solche Quests. Danke, hehe. Hehe, die ganze Ausstattung für das Restaurant ist futsch, hehe. Hehe, da muss ich wohl etwas kleiner anfangen als geplant, hehe. Kein Grillabend wie geplant, hehe. Vegetarisch vielleicht. Ich verspreche es, Ilva, keine Pferde auf der Speisekarte, hehe. Ein paar Sachen sind vom Transporter übrig geblieben, Ilva. Ich habe es gesehen, als ich im Wasser getrieben bin. Hehe, Holzkisten, die nicht untergegangen sind. Hehe, wenn wir Glück haben. Hehe, reite zum Wasser und hole sie. Sei so nett. Hehe, warte. Nicht an der Stelle, wo ich dich eben rausgefischert habe, ne? Vorher machen wir ganz kurz das hier, aber ich glaube, der will uns nur noch sagen, ja, wir sind da. Hallo, Ilva, endlich angekommen. Professor Einstein hat berechnet, dass hier der perfekte Platz für mein kleines Geschäft sein muss. Sie scheint zu wissen, wovon sie redet, also denke ich, dass ich ihr vertrauen kann. Willst du mir die Ehre erweisen und das Schild abnehmen, auf dem steht, dass das Geschäft geschlossen war? Danke, das war das Einzige, was noch gefehlt hat, bevor wir aufmachen. Ich aufmachen kann. Erstmal hier um den Zaun rum. Langsam kriegt das Dinotal doch ein bisschen Leben. Ey, weh, ich muss wieder nach da unten an diese Kackstelle. Danke für deine ganze Hilfe, Ilva. Ich hoffe, du kommst mich von Zeit zu Zeit in meinem kleinen Geschäft besuchen. Nun ist es Zeit für die Eröffnung. Wir sehen uns, Ilva. Ciao. Gibt es hier irgendwo einen kürzeren Weg dahin? Das würde ich unglaublich zu schätzen wissen, ehrlich. Ding! Ach komm, lass uns da runter. Komm schon, Star Stable. Ach, wir sind hier an dem Weg. Oh. Jetzt sag nicht, da kommt man auch lang. Oh mein Gott. Mhm. Alles klar, akzeptiere ich es, alles cool. Mhm. Kann ich mitleben. Ich verkrafte das, dass ich immer da hinten lang gelaufen bin, während man hier einfach den Weg runter kann. Ich verkrafte das. Ich stecke das ganz gut weg. Ehrlich. Ich heul gar nicht. Es sollte hier echt mehr Schilder geben, die einem Wege weisen und sonst darf. Generell, ich finde die Map von Dinotal furchtbar, oder? Ich meine, was soll man denn bitte in diesem grau-weißen Blob erkennen? Das Einzige, was man erkennt, ist hier dieser Kreisel. Das war's. Dass hier dieser Turm ist. Mehr sieht man nicht. Ja, und gut, und hier hinten dieser Wald. Und hier ist halt dieser Eiswald oder wie das heißt. Aber den Rest, da erkennt man doch überhaupt nichts. Und hier, da sieht man, hier sind Bäume, hier sind Steine und ein paar Bäume. Also Berge. Hier ist ein Dorf und da ist ein Schloss. Und das ist einfach nur Pampe. Grau-weiße Pampe. Und wozu kartiere ich das Ganze? Ich habe gehofft, dass es danach auf der Map vielleicht ein bisschen leichter zu erkennen wird, wo man sich befindet und so Stuff. Gott, wie ich diesen ganzen Weg geritten bin, jedes Mal. Ich bin tiefenentspannt.
Irgendwie erinnert mich das Dinotal an die Gegend hinter der Mauer von Game of Thrones. Wie sieht das ähnlich aus? Schau, es sieht so aus, als ob einige Sachen heil geblieben sind. Das Glück scheint nun auf meiner Seite zu sein. Hehe. Dann wollen wir mal sehen, was drin ist, Ilva. Hehe. Oh, holy! Was? Hehe, Stühle, Tische und andere tolle Dinge. Das wird klappen. Ich bin da, ich kann das Restaurant nun eröffnen. Auch wenn es wohl recht bescheiden wird. Hehe. Ilva, hehe, du und Nightwish seid herzlich zum Abendessen eingeladen. Wann auch immer. Hiermit erkläre ich das Restaurant für eröffnet. Hehe. Wohin ist Frank eigentlich verschwunden? Warum steht er da hinten bei Professor Einstein? Hehe. Sekunde, Sekunde. Das gucke ich mir jetzt hier erstmal an. Damit habe ich nicht gerechnet, dass hier so schnell so ein riesiges... Ich meine, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, man könnte ein Dach hinbauen und man könnte hier generell ein paar Lampignons oder sowas aufhängen. Aber damit es hier mal ein bisschen heller wird und... Also nicht heller, aber so wärmer. Wärmeres Licht und... Ja. Ja, gut. Frank? Bist du das wirklich, Frank? Professor Frank E.? Der so viele Jahre verschwunden war? Mein Bruder! Bist das wirklich du, Frank Einstein? Frank lebt, hast du gesehen? Ilva, mein genialer Bruder Frank ist am Leben. Aber was ist mit ihm geschehen? Er benimmt sich ja wie ein Zombie. Es muss etwas ganz Schreckliches mit ihm passiert sein. Frank, hab keine Angst. Ich werde dir helfen. Ich und Ilva, eine gestrandete Person, die ich in einem furchtbaren Tal getroffen habe. Sag Hallo zu Frank, Ilva. Sehr gut, Ilva. Es scheint so, als ob Frank dich mag. Ah, Frank, mein geliebter Bruder. Nun, also... genug der Sentimentalitäten. Ich werde alle Kollegen an der Universität, die mir noch einen Gefallen schuldig sind, kontaktieren, um die beste medizinische Apparatur herzuschaffen, die es gibt. Danach werde ich Frank diagnostizieren und ihm gegen diese seltsame Krankheit, die ihn heimgesucht hat, heilen. Das wird wohl eine Weile dauern, aber nachdem Frank vor 10 Jahren verschwunden ist, spielen ein paar Tage mehr oder weniger auch keine Rolle mehr. In der Zwischenzeit haben wir anderes zu tun. Wir dürfen uns wegen solcher Dinge nicht von unserem Plan ablenken lassen. Are you serious? Du spielst da jetzt Trompete? Na gut, Ilva, im Moment können wir nichts an Franks Zustand ändern. Daher brauchen wir keine Gedanken mehr darüber zu machen. Du hast doch sicher schon verstanden, was der nächste logische Schritt im Plan ist, oder? Nicht? Okay, ich werde es dir erklären. Ich habe die Versorgungsanstalt für Pferde hier errichtet. Nun ist es an der Zeit, eine Beschäftigung für die Reiter zu finden. Wettbewerbe scheinen sich hier großer Beliebtheit zu erfreuen, weshalb dies der nächste Schritt in unserem Projekt sein muss. Eine Wettbewerbsstrecke, die sowohl herausfordernd als auch Spaß macht. Nick hätte da die einigermaßen gute Idee, dass man das Interesse der Allgemeinheit in der Naturwissenschaften erhöhen sollte. Während die Reiter also gegeneinander antreten, bilden sie sich gleichzeitig weiter. Eine Kombination aus Vergnügen. So heißt Wissenschaft und Sport. Dass niemand vorher daran gedacht hat, das wird eine Weltsensation, wie Nick es ausgedrückt hat. Na gut. Genug der Geisterung. Als erstes müssen wir gewährleisten, dass die optimale Reitstrecke, welche ich mir ausgedacht habe, keine größeren Risiken für die Reiter beinhaltet. Ich möchte, dass du aufs Eis hinausreitest und sicherstellst, dass es nicht mehr als 3 tiefe Risse auf der angedachten Reitstrecke gibt. Okay. Dabei handelt es sich eher um eine Formalität. Einfache Berechnungen bloß, aber das weißt du ja mittlerweile, dass man nichts für selbstverständlich nehmen kann, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht. Nun gut, mach dich auf den Weg. Okay. Jetzt gibt es hier einen Shop und einen Café und ein Futterdingens und eine Pferdeversorgungsstation. Ist doch schon ganz schön nice hier. Meiseldeißel. Ich glaube, ich wäre besser den anderen Weg runtergeritten. Die Hauptsache ist doch, dass wir unten ankommen. Ajoa, Ajoa, du schöpfst es. Komm. Ich sag ja, du schaffst das. Das Eis untersuchen. Das Eis untersuchen. Kein Riss hier, gut. Sehr gut, dann können wir hier lang reiten. Du findest einen Riss. Oh nein. Kein Riss hier, gut.
Kein Riss hier, gut. Ist auch kein Riss. Und wie sieht es aus an dieser Stelle? Was eigentlich mit den Rissen im Rennen? Muss man dann da drüber springen oder? Schon wieder ein Riss. Ich glaube, ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, wie die Strecke dann aussieht. Ich frage mich nur, ob dann Hindernisse eingebaut werden. Ich gehe mit den schlechten Nachrichten zu Professor Einstein zurück. Nein, schlechte Nachrichten. Ganz schlecht. Ich frage mich, wie das Ganze hier wohl aussehen würde, wenn hier kein Schnee mehr ist. Und kein Eis. Wenn alles schmilzt. So ein paar Felsen, Bäume, einen ziemlich großen See, noch mehr Berge, Felsen, noch mehr Bäume. So, keine Risse nehme ich an. Gut, dann weiter im Plan. Was? Du hast 3 Risse gefunden? Unglaublich. Na gut, ich werde nochmals meine Berechnung kontrollieren und eine neue optimale Wettbewerbsstrecke entwickeln. In der Zwischenzeit gibt es jede Menge andere Dinge zu erledigen, bevor der Wettbewerb eröffnet wird. Für den Wettbewerb benötigen wir Markierungen für die Kontrollen, durch welche der Reiter springt. Traditionellerweise haben diese Markierungen die Form einer Flagge. Es ist nicht länger als 4 Minuten gedauert, um mir 7 bessere Konstruktionen als Flaggen einfallen zu lassen. Aber wieder einmal begrenzt diese technologisch deprimierende Niveau an diesem Platz hier unsere Möglichkeiten. Wir müssen uns wohl auf die lokalen verfügbaren Materialien beschränken und somit der Tradition folgen, die Außengrenzen der Kontrollen mit Flaggen zu markieren. Ein Vorteil mit diesem kalten Klima hier und das... Vorteil, okay. Und das ist auch der einzige Vorteil, dass man... Das kann ich dir garantieren, ist, dass das Eis hier sehr stark ist. Durch Experimente konnte ich feststellen, dass das beste Material für Flaggenstangen hier Eiszapfen sind. Diese müssen nun also eingesammelt werden. Hast du verstanden? Sammel Eiszapfen, damit wir Wettbewerbskontrollmarkierungen herstellen können. Okay. Ich sammle Eiszapfen. Ich wünschte, hier würde es mal aufhören zu schneien. Ich meine, ich habe nichts gegen Schnee, ich liebe Schnee, aber wenigstens an dem Bereich da, wo man da steht und lebt und Stuff macht, den man halt so macht. Daisy sagt großer Eiszapfen. Ach, ich soll nur 2 holen, ja cool. Let me up. So, mal sehen, was sie mit den 2 Eiszappeln machen möchte. Hier überall so Stofffetzen, das finde ich lustig. Ich frage mich, von wem das alles ist. Vielleicht erfahren wir das noch. Diese Eiszapfen hier scheinen von akzeptabler Qualität zu sein. Gute Arbeit, Ilva. Traditionellerweise werden die Wettbewerbskontrollmarkierungen, die sogenannten Flaggen, aus unterschiedlichen Farben hergestellt. Je nachdem, ob sie links oder rechts von der Kontrolle befinden. Nicht ganz optimal, wenn du mich fragst, aber wir müssen daran denken, dass unsere Wettbewerbsteilnehmer wahrscheinlich nicht so rational wie du und ich sind und die Vorteile einer 10-dimensionalen Matrixstruktur, die mit einem Blick auf die Flagge alles von der optimalen Geschwindigkeit bis zur Länge und Höhe über das Meer anzeigt, nicht erkennen. Die Leute sind für gewöhnlich sehr engstirnig und nicht offen für neue Ideen, glaubt mir, Ilva. Um unsere Wettbewerbskontrollmarkierungen zu konstruieren, benötigen wir geeignetes Material. Ich habe festgestellt, dass es in unterschiedlichen Farben hier im Tal gibt. Sammel weiße, schwarze und rote Flechten und beeil dich. Was? Redest du von diesem... Sie redet von diesen Stofffetzen, oder? Ja! Wo ich gerade noch davon am Reden war. Da haben wir rote. Ah, oh, dann werden die hier auch alle... Kommen die weg. Sieht nämlich auch irgendwie so ein bisschen sehr... Ja... Seltsam aus, wenn überall diese Stoffdinger hängen.
finde das echt heftig, wie sich so die Gegend von Star Stable mit der im Laufe der Quest so verändert. Das ist cool. In anderen Spielen kann man die Gegend nicht verändern. Egal wie viele Quests man macht. Da oben hängt noch einer. Und die sind gleich wahrscheinlich alle weg. So wie wir Star Stable kennen. Flechten, suboptimales Material, aber wir können nicht anspruchsvoll sein an diesem Platz hier. Meinen Berechnungen zufolge ist die Chance, dass Post gekommen ist, wieder auf einem solchen hohen Niveau, dass es sich lohnt, den Briefkasten genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch nicht hoch genug, dass ich diese Strapaze auf mich nehme. Nach den Gesetzen der Logik fällt demnach dir diese Aufgabe zu. Ja. Yeah. Gesetze der Logik, wa? Yay, das Einzige, was mir jetzt, glaube ich, noch fehlt, ist halt, ja, die Rennstrecke und dann der Heißluftballon. Mal sehen, vielleicht kriegt man ja noch was. Kein Brief, so wie ich es mir dachte. Are you serious? Nicke, wenn die Post da ist. So, es war nun wieder an der Zeit für dich, den Briefkasten zu inspizieren, Ilva. Ich muss dir wohl keine weiteren Instruktionen mehr erteilen. Und wir benötigen mehr Eiszapfen für unsere Wettbewerbskontrollmarkierung, Ilva. Ich habe mehrere Exemplare dieser Objekte auf gefrorenem Eis ausfindig gemacht. Reite dorthin und sammle sie ein. Dann können wir prüfen, ob meine Beobachtungen korrekt waren. Ja, Ma'am. Was willst du eigentlich? Den weißen Fleck auf der Landkarte mache ich aber nicht. So viel ist ja wohl mal sicher. Ich kartiere hier nicht nochmal was, ey. Die schnüsse so voll davon. Boah, dauert das lange. Das Ganze dreimal. Da hast du dein Dings. Und dann sind die Eiszappeln. Hä? Das ist irgendwie Richtung Ausgang, oder nicht? Wir werden sehen. Ich muss nachher noch zu den Kaltern wegen den zwei Sachen. Gucken, ob es da noch was Neues gibt. Die hier alles zu barrikadiert haben, damit man nur keine Abkürzung nehmen kann. Mann, oh Mann. Hängt einer. Pferd, hör auf dich in diese Richtung zu drehen. Ganz ehrlich, was... Das ist doch echt einfach nur mega nervig, dass ich Pferd in Star Stable immer in die Richtung drehen, in die man gerade nicht muss. Also lohnt es sich noch ein bisschen mehr zu denen zu gehen. Denn hier noch ein Eiszapfen sein. Drüben. Ah, und da. Der Eiszapfen ist kaputt gegangen, such weiter. Absolut zuverlässiges Material, ja. Wieder einmal zurück zu der lieben Einstein. Da ist noch was. Oh. Gut, gut.
Jojojo, wir haben deine Sachen gesammelt. Bis. Ja, wir sind hier fertig mit Beliebtheit sammeln. Das hat lang gedauert. Wir müssen jetzt trotzdem noch warten, bis es morgen ist, damit wir hier weitermachen können. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es war doch voll, oder nicht? Sah zumindest ziemlich voll aus. Naja. Dann reiten wir noch kurz hoch zu den Kaltern und dann beenden wir dort die Folge. Und geben denen Bären, Pelzbündel, so ein Eiswiesel und eine Perle. Ja, und eine Menge haben wir gesammelt. Vielleicht finden wir jetzt unterwegs noch was, das wäre cool. Hihihi. Oh, den habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Wie es hier immer donnert. Aber Blitzen tut's nicht. Hey, hier hängen immer noch diese Stofffetzen. Ich frag mich echt, wer so viel Stoff hier überall verteilt hat. Wie die Karte sich da verzieht. Also unten in dem Kompass. So, seht nah. Ja, und das hier mache ich gleich noch kurz alleine. Das Eisperle. Eisbären. Felsbündel. Und ein Eiswiesel. So, das mache ich hier gleich noch alleine. Das kennen wir ja, das Spiel. Sachen sammeln und... Ja, jetzt sind wir jetzt hier überall mit dem Ruf. Boah, da kommen wir auch nicht wirklich voran. Hier muss ich auch dringend weitermachen. Da bin ich bald fertig. Das dürfte noch 2-3 Tage dauern vielleicht. Jovikstall bin ich bewundert. Jalosson fehlt auch nicht mehr viel. Goldspurfamilie auch nicht mehr so viel. Ja, Wolfell, na gut. Pferdemarkt. Ja, da muss ich unbedingt nach Golden Hills kommen, um da weiterzukommen. Hey, da habe ich ja noch gar nichts. Ey, das ist ja furchtbar. Oh nee, das dauert auch noch. Ja, gut. Dann sehen wir mal, wann wir hier fertig werden. Mit dem ganzen Kram. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.